Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sitze gerade dran, den Vlog für Montag zu schneiden, beziehungsweise ich habe ihn geschnitten, er speichert jetzt gerade noch. Und dann lade ich ihn noch hoch. Thumbnail ist auch schon fertig fast. Und es ist jetzt 9:45 Uhr. Also ich war recht schnell, aber der Vlog war auch wieder recht kurz, war ein Wochenendvlog. Und an unseren Wochenenden passiert zwar teilweise viel, aber irgendwie halt immer Sachen, die man nicht so mitvloggt. Egal. Dieses Wochenende passieren bestimmt auch wieder viele Sachen. Ist nur die Frage, wie viel man davon mitvloggt. Mal gucken. Du bin ich am überlegt, nachher vielleicht noch einkaufen zu fahren in ein Babygeschäft. Weil wir wollen noch einen neuen, also ich möchte noch eine neue Wickelunterlage holen, weil die wir jetzt da haben, ist viel zu groß für den Wickeltisch. Und da müssen wir jetzt nochmal messen, welche wir da drin haben wollen. Und dann da mal gucken. Und dann irgendwie gucke ich nochmal durch. Meine Hebamme hatte mir ja noch Sachen aufgeschrieben, die man so brauchen kann und die man nicht so brauchen kann. Und ich mache nochmal, glaube ich, nochmal so eine Checkliste und gucke, ob ich irgendwas noch brauche. Dann könnte man da nochmal gucken. Aber ich denke, wir haben eigentlich echt so ziemlich alles, was man brauchen kann. Ja, das dazu. Wenn das Video hier fertig gerendert ist, lade ich das hoch und dann nähe ich vielleicht noch ein bisschen. Ich glaube, das Pling gerade hat mir gezeigt, dass es fertig ist. Ja, sehr gut. Also mache ich hier noch fertig und dann nähe ich noch ein bisschen was. Ich muss nämlich noch, wir haben neue Handtücher gekauft. Und die haben keinen Anhängerhenkel. Da würde ich noch schnell was annähen. Und dann vielleicht nähe ich auch noch ein bisschen Hosen oder so. Weil habe ich auch schon länger nicht gemacht und habe aber noch ein paar Stoffzuschnitte rumliegen, die ich eigentlich noch vernähen wollte. Und das könnte ich jetzt eigentlich gleich mal starten. Tobi sitzt auch nebenan und hat Homeoffice. Und dann könnten wir da gemeinschaftlich arbeiten im Arbeitszimmer. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. Zu Hause sind. Vielleicht zeigen wir euch dann, was wir gekauft haben. Ich versuche dran zu denken. Und ich habe übrigens noch eine zweite Hose fertig genäht, also nicht ganz fertig. Aber ich zeige es euch nachher mal, diese Wendehosen. Das ist eigentlich echt eine coole Nummer. So, jetzt können wir weiter Musik hören und laut mitsingen. So Leute, wir sind back at it again. So, wir haben Mülleimer gekauft. Zeig mal. Was? Ja, da kommt, das machst du raus. Und dann die Mülltüte darunter, dass sie nicht runterrutscht, würde ich sagen. Und dann das Ding drauf. Ja. Ist nicht schlimm. Und dann kann der nämlich nicht, kann es nicht rein und dann hast du die Zuppel noch frei. Ja, weil wir haben jetzt. Mal testen, ob es durchriecht. Was willst du machen? Nein. Das soll nicht nach Katzenstreu stehen. Ich wollte rein Kacker. Ach so, nein, auch nicht. So, wir haben jetzt so einen richtigen gekauft, weil so einen Klappmülleimer hatten wir Angst, dass der zu doll riecht. Ich hoffe, dass das bei dem Ding funktioniert.
So eine ähnlichen haben wir auf Arbeit und die gehen eigentlich ganz gut, weil die Klappmülleimer haben wir so, habe ich so die Erfahrung von der Arbeit, dass die halt durch dieses ständige Auf und Zu der Deckel irgendwann nicht richtig schließt und das dann halt auch voll stinkt. Dann haben wir noch ein paar Mullwindeln gekauft, einfach weil wir noch nicht so viele haben und meine Hebamme meinte, von den Dingern kann man nicht genug haben. Dann haben wir wasserdichte Betteinlagen gekauft mit Molton beschichtet und ja, das ist jetzt ein bisschen groß, also wir haben ja, beziehungsweise ein bisschen groß und ein bisschen klein gleichzeitig. Wir haben ja dann für das Baby ein Babybett, was 60x1,20 ist und diese Unterlagen sind halt 90x100, aber da die eh nur zum Unterlegen sind und nicht irgendwie zum Draufspannen oder so, haben wir gesagt, es ist ja nicht schlimm, wenn 20 cm zu kurz ist, solange ist das Baby eh nicht. Und ja, umschlagen und so an den Seiten, wo es zu lang ist, ist ja auch kein Problem. Und dann haben wir noch eine neue Wickelunterlage, weil die andere hat nicht gepasst, die war zu groß und die müsste jetzt eigentlich genau passen. Und da sind Otten drauf. Also Otter, aber ja. Und die sieht man vielleicht schon ab und zu. Ja, dann habe ich noch, das habe ich aber, kam mit Amazon, hat meine Hebamme mir empfohlen, so eine Waist Belts Trainer, die wohl total super sein sollen, direkt nach der Geburt, dass man halt seinem Bauch, weil ja die Bauchmuskeln an der Seite sind und die Gebärmutter ja dann mit dem, wenn das Baby raus ist, keinen Gegendruck mehr macht. Können Sie aufhören, hier zu knistern? Nee, tatsächlich nicht. Dann keinen Gegendruck mehr macht, das ist halt so mit Hohlkreuz und Rückenschmerzen und bla bla. Und das soll wohl sehr, sehr gut helfen, auch bei der anfänglichen Rückbildung. Moment, ich packe mal noch die andere Kiste aus und zeige euch, was da noch drin ist. So, da habe ich dann nämlich nochmal, habe ich Multimam-Kompressen bestellt, also halt für die Brust dann beim Stillen und so. Das soll wohl sehr gut, die sollen wohl sehr gut wirken. Und meine Hebamme meinte, man kann die ganz gut durch zwei teilen und dann sind die nicht ganz so teuer, weil man halt das doppelt benutzen kann, weil die eigentlich schon recht viel kosten. Und sowas. Ich bin gespannt. Also eigentlich meinte sie wohl, es ist besonders dafür gut, wenn man mit der einen Brust stillt und die andere gerade nichts zu tun hat und so, dass man das Überschüssige auffangen kann. Und mal gucken. Also das kommt jetzt alles aufgeräumt in den Wickeltisch. Und dann ist es jetzt auch schon 18 Uhr. Wir haben auf dem Rückweg ziemlich im Stau gestanden. Also es ging eigentlich tatsächlich für den Stau, den wir erwartet haben, aber haben trotzdem insgesamt, würde ich sagen, schon 20, 30 Minuten länger gebraucht als hinzu. Und machen jetzt gleich Abendbrot. Tobi analysiert drüben den Mülleimer. Ich guck mal, ob er klarkommt und was da so los ist. Und dann packen wir noch den Rest da auf den Wickeltisch. Und später irgendwann, wenn mal alles fertig ist, zeige ich euch den Wickeltisch noch und wie ich das eingeräumt habe und so. Aber ja, dauert noch ein bisschen. Ein paar Sachen fehlen noch. Ziemlich viele Sachen fehlen noch. Aber ist auch ganz gut, wir haben ja noch ein paar Monate Zeit. Hallo Leute, guten Morgen. Guten Mittag, guten Nachmittag. Moment. Also es ist jetzt Samstagnachmittag tatsächlich. Ich war vormittags beim Sport und hatte gar keine Lust. Und ich habe heute auch einen richtigen Hänger irgendwie, aber egal. Ich bin heute nicht so motiviert und irgendwie so ein bisschen so in Mimimi-Stimmung irgendwie. Keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich, weil jetzt die ganze Woche ein bisschen viel los war und heute ist auch relativ viel los. Also ich habe gerade im Hintergrund, weiß nicht, ob ihr den Ofen hören könnt, ich habe nochmal eine Tart gerade gemacht. Diese Erdbeer-Rhabarber-Tart vom Thermomix, ist sehr, sehr, sehr lecker. Ich kann euch das Rezept ja mal hier hin blenden, wenn ich dran denke. Sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Und man könnte sie sogar, wenn man das Ei auf diesen Dingern hier weglässt, also auf diesen Gitter, könnte man es sogar vegan machen. Also ich glaube, das Ei da drauf ist das Einzige, was nicht vegan ist, weil der ganze Teig an sich ist mit Butter. Aber Butter ist ja kein Problem zu ersetzen. Und ja, sehr, sehr lecker. Ja, Tobi freut sich auch, weil letztes Mal, als ich den Kuchen gemacht habe, hat er nichts davon abbekommen, weil ich ja mit meinen Kollegen alles aufgegessen habe. Sport, wie gesagt, war Sport. Ich hatte nicht so Bock. War jetzt duschen, deswegen sehen meine Haare jetzt aus, wie sie aussehen. Dann hatten wir noch Mittag gegessen zusammen. Ja, und jetzt kommt demnächst gleich eine Freundin und die hole ich noch ab vom Bahnhof und deswegen muss ich eigentlich in
so 20 Minütchen schon los, weil ich muss noch mal den Müll runterbringen vorher. Und mir wollte mir aber noch wenigstens Augenbrauen und Wimpern anmalen und ein bisschen Haare kämmen und was anderes anziehen. Ich bin heute so richtig müde. Ich könnte jetzt den ganzen Tag mich nur aufs Sofa legen und gar nichts tun. Und morgen haben wir auch noch einen kleinen Roadtrip vor uns, also ist da auch nicht viel mit nur ausruhen. Machen wir dann Montag. Montag wird dann unser freier Tag, wird dann unser Sonntag quasi, der Sonntagersatz. So, bevor ich jetzt hier ewig weiter quatsche, mache ich mich mal schick. So Leute, auch wenn es fast genauso aussieht wie vorhin, es ist jetzt 7 Stunden später. Es ist immer noch hell und ich habe gerade meine Freundin wieder weggebracht. Wir hatten nämlich Besuch, deswegen hatte ich auch Kuchen gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Und haben vorhin dann Kuchen gegessen und ganz viel gequatscht. Und dann haben wir vorhin noch einen Döner geholt, einen Döner gegessen zum Abendbrot. Und jetzt habe ich sie gerade zum Bahnhof gefahren. Und wir müssten mal den Kuchen, glaube ich, in den Kühlschrank machen oder in den Herd oder so. Dass da nicht irgendwie Gnitzen rangehen. Mein Schatz. Ja? Hä? Was hast du Ich habe gesagt? gedacht, wir müssen den Kuchen, glaube ich, mal in den Herd stellen oder irgendwie in den Kühlschrank, damit da keine Gnitzen rangehen. So, und jetzt schmeiße ich mich aufs Sofa und mache Pause. Und ich glaube, ich schlafe gefühlt auch gleich ein. Es ist gleich 21 Uhr. Und ich bin ganz müde jetzt heute von dem vielen Essen. Und ich habe aber auch mich heute verhältnismäßig viel bewegt. Dadurch, dass ich halt Sport gemacht habe und dann ständig die Treppen hoch und runter, weil ich irgendwie immer sie abholen war. Und dann sind wir noch zusammen Döner holen gegangen, alle zusammen. Und immer ständig hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich bin heute, glaube ich, diese Treppen, weiß ich nicht, 5-mal gelaufen oder 6-mal immer hoch und runter. Oh, ein 5. Stock ist schon echt anstrengend. Na, mal sehen. Das wird nur noch lustiger. Also ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ich hoffe, morgen denken wir dran zu vloggen, weil morgen sind wir halt auch unter so viel Familie. Da muss man dann mal gucken, weil die wollen halt nicht unbedingt alle, beziehungsweise wahrscheinlich keiner, in den Vlog. Und dann muss man mal gucken. Wir fahren ja morgen zum Familientreffen nach irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Irgendwas mit Lil, glaube ich. Und ja. Die sind da alle quasi schon gerade schon da, die paar Tage und campen und wir fahren morgen den Tag über auch mit hin und dann machen wir da Familienzusammenkunft irgendwo im Nirgendwo. Ja, und das steht morgen an. Ich guck mal, dass wir ein bisschen was filmen wenigstens. Ich versuche dran zu denken. Jetzt kuschel ich die Katz und schmeiß mich aufs Sofa und trink was. Because I'm very durstig. An diesem Sonntag. Ich bin fertig gemacht. Tobi ist schon länger fertig. Der packt gerade noch ein paar Sachen ein. Schatz, meine Dose. Meine Essensdose. Der Nudeltopf. Hä? Ja. Wir brauchen doch beides. Ja, und wir fahren jetzt gleich los in 5 Minütchen. Wir müssen noch aus dem Keller unsere Campingstühle holen. Und es wird heute, glaube ich, richtig heiß, so lange, bis dann nachher ein Gewitter kommt. Deswegen habe ich mir heute ein Sommerkleidchen angezogen mit Blümchen und nehme mir wahrscheinlich noch eine Strickjacke mit. Passt das nicht oben rein? Nicht, dass du da deine Tasche ausreißt. Oder wir nehmen die so in den Beutel. Okay. Ach so, okay. Gut, genau, ich nehme mir noch meine Sonnenbrille mit. Ja, diese und rote. nein, meine andere. Die Runde, die du nicht so gerne magst. Und ich nehme noch meine Tasche mit, damit ich mein Portemonnaie dabei habe und mein Handy und so. So, ja, also wir packen jetzt noch alles zusammen und dann fahren wir los. Erst Tobis Eltern noch das Mittagessen holen und dann
los nach, keine Ahnung, wie heißt es? Lechin? Okay, mach irgendwas mit L. Das ist jetzt gleich 0 Uhr. Wir sind gerade nach Hause gekommen vom Familientreffen. Es hat sich nicht angeboten, irgendwie viel zu filmen, weil halt überall Familie und Leute waren und so. Es war sehr, sehr cool. Wir hatten eine sehr lange Tafel voller Campingtische. Und also wie bei Alice im Wunderland. Ja, so ein bisschen. Jeder hatte so einen anderen Campingstuhl, Tisch dabei und ganz viele verschiedene Stühle und so. Und haben dann da ganze Zeit gesessen. Es war sehr, sehr schön und haben sehr viel gegessen. Bin sehr voll gefuttert und... Vom Grillzeug habe ich kurz was gevloggt, von meinem, was ich gegessen habe, glaube ich. Aber ja, es gab auch noch Kuchen und es gab Mittag und es gab ganz viel Essen. Und dann bin ich zurück nach Hause gefahren mit Tobis Auto, was wieder sehr aufregend war, weil Tobis Auto immer, ich fahre das nicht so oft und es ist immer so breit und groß und teuer. Und gerade dann jetzt im Dunkeln, so eine Strecke, die man überhaupt nicht kennt und relativ weit und immer überall Kurven und war sehr aufregend. Auf jeden Fall... sind wir heile zu Hause angekommen. Auto ist formidabel eingeparkt und jetzt geht's gleich ins Bett. Ich glaube, wahrscheinlich macht Sinn, wenn wir uns schon mal rüber ins Bett legen und noch ein bisschen am Handy daddeln und ja, so, dass ich dann müde werde, weil jetzt muss mein Körper erstmal noch aus dem Aufmerksamkeitsmodus ausschalten, damit ich gut schlafen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Das war auch wieder, glaube ich, ein sehr kurzer Wochenendvlog. Mal sehen, wann die Wochenenden wieder mehr gevloggt werden. Ich weiß nicht. Eigentlich stehen immer Sachen an, aber momentan stehen oft so Sachen an, wo wir so wenig mitvloggen können oder wo so viele andere Leute beteiligt sind und so. Halt Sommer, ne? Da kommt man wieder mit mehr Leuten zusammen und da will man jetzt nicht immer irgendwie allen Leuten die Kamera ins Gesicht halten. Und will ja auch nicht jeder bei YouTube wohnen. So, also, wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dahin. Passt sehr gut auf euch auf. Tschüss!